herzlich willkommen hier bei mir zu Hause. Ich bin Humungus, Profi-Wrestler und ich präsentiere euch heute die TechLight, eine Taschenlampe vom Mediashop, die einiges Besonderes leisten kann. Und packen wir es mal aus und schauen wir mal, was wirklich drin ist. In Französisch und in Englisch. Aber Taschenlampe ist eigentlich hier selbsterklärend. Okay, was mir auffällt, also die ist aus Metall, sehr robust, liegt gut in der Hand, soll ja angeblich so robust sein, dass man mit einem LKW drüber fahren kann. Das werden wir heute, weil das Wrestling-technisch ein bisschen ausprobieren. Mein Kopf hält es auf jeden Fall aus. Okay, das übliche Problem bei Taschenlampen, sie werden ohne Batterie geliefert, aber macht nichts, das war mir fast klar, deswegen habe ich vorgesorgt. Sie braucht drei AAA-Batterien. Interessant ist auch dieses Revolver-Ladesystem, das ist nicht schlecht, also man muss sie nicht die Finger verbiegen, Batterien reinfallen lassen. Zuschrauben. Einschalten und geht schon. Ja. Aber warte, bevor wir da weitermachen, werden wir ein bisschen abdunkeln, dann können wir mehr sehen von der Taschenlampenqualität, sage ich mal. So, also die Taschenlampe. Schauen wir mal. Die hat fünf Modis. Der eine ist die ganz starke. Sie ist stufenlos verstellbar, indem man einfach vorne einfach nach vor zieht oder zurückschiebt. Dann drückt man hinten leicht drauf, hat eine leichter, eine schwächere Einstellung. Noch einmal ist sie noch schwächer. Schön ist halt auch, dass man sie schön fokussieren kann. Die nächste Einstellung ist dieses Abschreckflashlicht, womit man Angreifer abschrecken kann. Es ist sehr grell. Und das nächste ist einfach ein Blinklicht. Ich glaube, das soll dreimal lang, dreimal kurz sein, also sowas wie SOS. Alle diese Modis sind stufenlos verstellbar und dann einfach wieder ausschalten. Ja, also an und für sich ein recht gutes Ding. Und dann werden wir halt schauen, Wrestling-technisch, ob es auch so robust ist, wie es der Hersteller verspricht. Dazu mache ich wieder ein bisschen Licht, damit man ein bisschen was sieht. Also mein Kopf hat es ausgehalten, Handkanten hält es aus, am Boden geht es auch fallen lassen, halt mal draufkupfen. Ja, nein, auch kein Problem. Funktioniert nach wie vor tadellos. Also aushalten tut sie was. Also ich kann diese TechLight vom Mediashop nur empfehlen. Und bis zum nächsten Mal.